Willkommen zur neuen Vorlesung heute. Heute wollen wir uns mit dem Thema Loften, Extrudieren und Geometrien erzeugen noch ein bisschen weiter beschäftigen. Allerdings mit gekrümmten oder Kurvenformen und wollen das nochmal ein bisschen weiter kennenlernen. Damit wir anfangen können, zeichnen wir jetzt erstmal wieder zwei Linien. Ganz normale Linien 1, 2. So, was wir letztes Mal gelernt haben, ist, dass man ja aus Kurven und aus verschiedenen Flächen extrudieren kann. Was man jetzt auch machen kann, ist, man kann verschiedene Flächen aufspannen lassen zwischen zwei Geraden. Das geht mit dem Loft-Befehl. Das können wir es hier mal probieren. Wir haben ja zwei Geraden. Das geht übrigens auch mit Kurven. Das schauen wir dann uns nachher noch an. Wenn ich jetzt einmal hier Loft eingebe, dann kann ich mir die Kurven zum Loften auswählen. Dann klicke ich auf meine eine Kurve, auf meine andere und kann jetzt auf OK gehen und meine Eingabe bestätigen. Und ihr seht schon hier in der Perspektive, dass eine Fläche, also ein Parallelogramm hier aufgezogen wird. Das definiert es eben bei den vier Punkten, von denen unsere zwei Geraden definiert sind. Also Endpunkt, Startpunkt, Startpunkt, Endpunkt. Und das sind eben die vier Eckpunkte von unserer Geraden. Das können wir hier, Stil, es verändert sich hier nichts, das können wir nachher noch gucken. Einfach auf Normal lassen, einfach auf Loft klicken. Und ihr seht, wir haben jetzt hier eine Fläche generiert, die den Linien folgt. Jetzt könnten wir diese Fläche wieder extrudieren, sonstiges mit dieser Fläche machen. Aber das ist jetzt hier anders wie bei dem, was wir letztes Mal gemacht haben, ist diese Fläche eben aus zwei offenen Kurven generiert und nicht aus einem geschlossenen Netzwerk von Kurven. Jetzt machen wir das gleiche mal nicht mit Geraden, sondern mit einfach zwei Kurven. Dafür zeichne ich jetzt einfach mal hier so eine Kurve und nochmal so eine. Und gehe mit der Perspektive jetzt mal hier rum. Mit dem Loft-Befehl kann ich wieder meine Kurven auswählen und mit OK bestätige ich die Eingabe. Und ich sehe jetzt, dass hier auch funktioniert, dass er mir diese Fläche aufzieht an diesen Kurven. Mit Loft habe ich dann hier jetzt wieder meine Fläche generiert. Das ist eigentlich relativ ähnlich zu dem, was wir hier gemacht haben. Wo es jetzt interessant wird, ist, wenn wir vom 2D in das 3D gehen. Und das können wir machen, indem wir den Geraden oder den Kurven eine Position auf der Y-Achse geben. Also ihr seht hier, dass sie alle flach sind. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier meine Points On, also meine Punkte anschalte für meine vier Objekte hier, dann kann ich zum Beispiel diesen Punkt nach oben verschieben und diesen Punkt hier nach unten. Und kann jetzt zum Beispiel diesen Punkt hier auch nach unten verschieben und ein bisschen nach rechts. Also, dass man hier so auch in der Y-Achse noch eine Krümmung erzielt. Und wenn ich jetzt mit Escape aus dem Punktebearbeitungsmodus wieder austrete, kann ich jetzt wieder versuchen zu loften. Und wenn ich jetzt meine zwei Kurven hier auswähle, die Eingabe mit OK bestätige, seht ihr, dass es hier jetzt schon eine kompliziertere Geometrie entsteht. Und wenn ich jetzt hier meinen Stil verändere, passiert Folgendes, dass normalerweise sich die Krümmungen ändern. Da kann man noch ein bisschen mit rumspielen. Es kann auch sein, dass sich nichts verändert. Ich glaube, in diesem Fall verändert sich nichts. Aber wenn wir jetzt einfach mit Loft unsere Eingabe bestätigen, seht ihr, dass es hier
von einer Fläche jetzt eigentlich mehr eine Art Segel geworden ist. Also wenn ich jetzt wieder rüber schiebe, dann seht ihr, dass es eigentlich eine Art Segel geworden ist. Jetzt probiere ich das Gleiche an diesen Kurven. Dafür muss ich wieder meine Punkte anmachen. Markiere mir meine Kurven, bestätige die Eingabe mit OK und kann jetzt hier meine Endpunkte wieder verschieben. Jetzt mache ich es mal genau gegenläufig und kann jetzt hier wieder mit dem Loft-Tool mir diese beiden auswählen. Und ihr seht, dass es hier wieder das Gleiche passiert, nur dass es jetzt an diesen Kurven aufgezogen ist, an diesen Leitkurven. Und wenn ich jetzt die Eingabe mit Loft bestätige, ist eben eine andere geschwungene Geometrie. Und jetzt kann ich genauso wie letztes Mal auch diese Geometrien extrudieren oder sonst irgendwas machen. Aber wir wollen jetzt schauen, wie diese Geometrie aussieht, wenn wir uns mal die Punkte von dieser anzeigen lassen. Wir können jetzt sagen, okay, wir arbeiten nur mit dieser Fläche jetzt. Die anderen markiere ich mal. Und wie wir es gelernt haben mit Hide, verstecke ich die jetzt mal. Also habe ich nur noch meine gekrümmte Fläche, mit der ich arbeiten möchte. Und ich kann jetzt schauen mit Points On, wie sie generiert ist. Und ich sehe, dass diese Fläche an 8 Punkten aufgezogen ist. Jetzt kann ich die Punkte noch verschieben und kann die Geometrie ändern, so wie ich es möchte, wie sie mir gefällt. Was ich aber auch machen kann, ist, ich kann diese Fläche an 9 Punkten aufziehen lassen. Also das sind ja jetzt hier 4 Punkte. Und wenn ich auf Escape drücke, komme ich wieder aus dem Modus raus. Wenn ich jetzt auf Bearbeiten gehe, gibt es hier dieses Neuaufbauen. Ich gehe mal auf das Neuaufbauen und fragt er mich hier, ich soll eine Fläche zum Neuaufbauen auswählen. Jetzt klicke ich mal hier meine Fläche an, bestätige die Eingabe mit Enter. Und ihr seht hier, dass die Fläche an, also es gibt hier diesen roten Punkte, und je nachdem, was ich hier eingebe, wird die Fläche an anderen Punkten definiert. Also ich gehe mal auf Vorschau. Und ihr seht jetzt hier, dass die Fläche eben an diesen Punkten generiert wird. Also ich kann aber auch sagen, okay, ich mache mal 3 und 3 und 1 und 3. Und er schlägt mir hier vor, 2 und 5 zu nehmen und 1 und 3. Jetzt gehe ich mal auf Vorschau. Und sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt gehe ich auf Neu aufbauen. Und er hat mir jetzt hier eine neu aufgebaute Geometrie erzeugt. Und wenn wir jetzt die Punkte uns anzeigen lassen, seht ihr gleich den Unterschied. Und zwar ist diese linke Geometrie an zufällig den gleichen Punkten, also es gibt genau die gleichen Punkte wie bei der Ursprungsgeometrie auch. Das kommt daher, weil ich auf Bearbeiten, Neuaufbau hier die gleichen Punkte eingegeben hat, die es ursprünglich hat. Also wenn ich jetzt hier statt 2 mal 4 eingebe, statt 5, 6 und hier 2 und 4 und auf Neuaufbauen klicke, dann habe ich jetzt meine neue Geometrie. Die schiebe ich mal weiter nach rechts. Und jetzt könnt ihr sehen, das war hier Points On, dass hier ist meine neue Geometrie, die ich gerade erstellt habe, die ist auf mehr Punkten, basiert auf mehr Punkten als meine anderen zwei. Und das ist von Vorteil, wenn ich meine Fläche im Nachhinein, wenn ich mehr Kontrolle über diese Fläche arbeiten möchte. Haben möchte. Also ich kann jetzt hier an mehreren Punkten meine Fläche verändern,
wie bei meinen anderen zwei Geometrien, einfach weil sie durch mehrere Punkte definiert ist. Also wenn ihr zum Beispiel mal eine Landschaft modellieren möchtet, dann würde ich mir eine Fläche generieren und die dann neu aufbauen und dann kann ich mir die Punkte, die ich haben möchte, kann ich mir dann neu aufbauen lassen und habe dann eine größere Kontrolle oder kann mehr machen mit der gleichen Fläche, wie wenn ich es nicht neu aufbauen lasse. Also ich bin nicht limitiert bei den Punkten, die meine Geometrie beschränkt, sondern ich kann alles machen, was ich will. Also um ein bisschen Übung damit zu bekommen, würde ich vorschlagen, dass der Lust hat, kann gerne mal verschiedene Flächen erzeugen, mit dem Loft-Tool extrudieren und dann mit den Punkten arbeiten. Das ist relativ gut und bringt relativ viel, weil man halt gegenüber anderen CAD-Programmen nicht bauteilbeschränkt ist, sondern ich kann alles machen, was ich möchte und zum Beispiel daraus, das könnte ich jetzt extrudieren und das könnte ja, keine Ahnung, irgendeine Betonfläche werden, die man so gießen würde und dann ein Pavillon daraus machen könnte. Also das geht bei anderen CAD-Programmen relativ schwer. Das war's für diese Vorlesung. Vielen Dank.